herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Egglog. Genau, das spielen wir heute. Pokémon Egglog. Und wir befinden uns auf dem Weg, den Berg hier hoch. Oh, hallo, Herr Wanderer. Haha, na, wie sieht's aus? Ein Kämpfchen gefällig? Du und ich. Haha. Lustig, der Mann, lustig. Wanderer Giesbert. Und was setzt der Schönes ein? Oh, ein Kamaup. Na, das ist ja. Das ist ja ein krasses Pokémon. Muss man mal sagen. Okay, Level 18. Damit kommen wir gerade noch so klar, glaube ich. Tschüss. Oh, wir sind umgekippt. Das ist, tut mir so leid. Wirklich. Schon fast Level 30. Das ist. Oh, Fangrubbler. So süß die Attacke. Das paralysiert auch immer garantiert, oder? Okay, das ist besser als Donnerwelle. Ich meine, es greift auch noch an. So ein bisschen Schaden zusätzlich. Kann ja nicht schaden. Oh Mann, Schaden kann ich schaden. Das war so lustig. Macholo, ich glaube, da wechseln wir lieber aus. Na? Hallo, Macholo. Oh ja, ich habe ja Blubstrahl endlich. Das ist so super. Das freut mich jedes Mal, wenn ich es wieder sehe. Blubstrahl. Yay. Hat er noch Pokémon? Ich weiß es gar nicht. Okay, anscheinend nicht. Ich habe verloren. Ja, okay. Gut, dass er immer noch lacht. Ich befürchte, da dürfen wir nicht durch. Wenn da Team Aqua steht, also... Auf in die Höhle! Schön hier. Ein Pokémon. Und es ist... ein Kamau. Ja, die zusätzlichen XP schaden, glaube ich, nicht. Opa, Vita! Dampfwalze ist. Und tschüss. Oh, es gibt zu wenig XP. Lavita ist eins von diesen Pokémon, was so ewig ätzend langsam levelt. Das ist so gemein. Aber es ist nachher so gut, aber es levelt so langsam. Oh, ein Pokémon ist in der Höhle gewesen und mehr nicht. Okay, das ist eine neue Route. Ich hätte in der Höhle ein Pokémon fangen können. Ah, so dämlich. Nein, ich habe es vergessen. Oh nein, das ist mir so leid. Oh, nö. Okay, dann fange ich dafür hier eins. Das gibt's nicht, dass ich das... Wie kann man denn das vergessen? Ach. Mist. Das tut mir so leid. So ein Kack. Wie kann ich denn vergessen, dass ich auf einer neuen Route ein Pokémon fangen muss? Das gibt's nicht. Hallo, Kamau. Bleib bitte drin. Eins... 2, 3. Yay! Kamaup wurde gefangen. Das finde ich gut. Ja, ich glaube, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. Ja. Schön, dann können wir gegen den Typ kämpfen. Ich bin kein Amateur, der gegen Kinder nur mit halber Kraft kämpft. Kapiert? Das ist ganz schön fies. Ganz schön fies ist das. Magnaien. Hallo. Man sollte ja nicht zu viel können, oder kann das Kampfattacken? Das ist kein Kampfattacken, oder? Na, hoffentlich nicht. Ha! Gecrittet. Okay, es kann keine Kampfattacken, bisher noch nicht. Aha. Schön. Bitte komm durch. Das sollte sonst ziemlich wehtun. Ja. Ich glaube, ich wechsle das Pokémon. So, tschüss. Das unzerstörbare Fione.
Ja, mach nochmal Standpauke. Ist Standpauke Typ Unlicht? Oder normal? Ich glaube, es ist Unlicht, oder? Oder irre ich mich? Also bei manchen Attacken ist der Typ echt schwierig, ne? Es gibt so Attacken, dass das einfach klar wie Erdbeben, dass das Typ Boden ist, ja. Aber dann gibt es so Attacken, da denkt man sich, was ist das? Und das war auch schon das Letzte, was er hatte. Das war das Werk eines Profis. Ja. Ja, danke. Ja. Da vorne kommt ein Haus mit einer Omi, die mich heilt, soweit ich mich erinnern kann. Also kommt Navita einfach mal ein Stückchen, ein bisschen nach unten. Ja. Oh, Bären. Himihi, Bär. Himihi. Wie spricht man das aus? Himbeeren. Oder so. Ich sag ab sofort Himbeeren dazu. Das ist irgendwie einfach. Als Himbeeren. Und Himbeeren. Danke für die Beeren. Ich bin da mal weg. Da sind nur so wenig Typen stehen zum Kämpfen. Ach, hier geht's in die Wüste. Hallo, ich habe mich gar nicht beschwert. Zeig mir, wie stark dein Pokémon-Team ist. Okay. Hier, bitteschön. Flitzeblitz. Tja, schade, dass ich Lavita nicht mehr draußen habe als erstes. Naja. Und tschüss. Das war aber ein schneller Auftritt. Oh, Makuhita sollte ich vielleicht nicht drin lassen. So als Normal-Pokémon finde ich das wahrscheinlich nicht so gut, wenn es eine Kampfattacke bekommt. Oder? Makuhihi, mein Erzrivale. Oh nein. Oh, es ist so ein nerviges Pokémon. Also einfach nur ein zugeknoteter Müllsack. Mit Armen. Gedisst. So. Ist er fertig oder hat er noch... Oh, ein Kindwurm. Das ist aber mal schick, ein Kindwurm. Cool, dass er auch eins hat. Muss man ja mal sagen. Ich wusste gar nicht, dass normale Noob-Trainer auch Drachen-Pokémon haben können. Huh. Au. Warum machst du das? Warum tust du mir so weh? Und tschüss. Und tot. Und Level up für unser Kindwurm durch den Tod des anderen. Huh. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Dein Pokémon-Team ist ganz schön stark. Dankeschön, du warst auch nicht scheiße. Also ein bisschen, aber nicht ganz. Hab schon scheißere Leute gesehen. Was macht der da? Ha, riechst du das auch? Hier riecht es ganz verdächtig nach Abenteuer. Ja, no doubt. Das hier ist der perfekte Ort. Da muss einfach eine geheime Stelle sein. Hier ist genug Platz, um eine super tolle Geheimbasis einzurichten. Ja, cooler Typ. Aha. Howdy, Pokémon-Trainer. Was kann ich für dich tun? Hä? Du wolltest gar nicht mit mir reden? Come on, sei doch nicht so schüchtern. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Lass uns kurz plaudern. My name is Johnson. Ich stamme aus Einal und bin 25 Jahre jung. Was interessiert mich, wie alt er ist? In noch keinem Spiel hat mir irgendjemand erklärt, wie alt er ist in keinem Pokémon-Spiel. Warum macht er das jetzt als erstes? Ha? Ich bin schon seit 11 Jahren auf der Suche und wandere umher, um meinen Dream zu verfolgen. Seit er 14 ist, das heißt, er ist 4 Jahre zu spät gestartet. Buh! Was bist du für ein Loser? Musstest du etwa noch zur Schule gehen, bis du 14 warst und konntest noch nicht mit 10 gehen? War dir deine Schulausbildung wichtiger, als Pokémon-Trainer zu werden? Das ist ganz schön erbärmlich. ja. Was mein Traum ist? Willst du wissen? Ein Place zu finden, der nur mir gehört.
und an den ich hingehöre. Solch einen Ort nenne ich Supergeheimbasis. Ich bin all over Höhen unterwegs, um die ideale Supergeheimbasis aufzuspüren und einzurichten. Was, sag bloß, du weißt nicht, was Geheimbasen sind. Ein Leben ohne Geheimbasis ist einfach traurig. Pass auf, Partner, ich erklär dich auf. Are you ready? Also gut, was sind Geheimbasen? Die Kurzfassung lautet Abenteuer pur. Ja. Ja, können wir es nicht bei der Kurzfassung belassen? Und jetzt die Langfassung. Geheimbasen sind tolle Orte, an denen dich jeder besuchen kann und wo du dank vieler Deko-Objekte der Welt deine Kreativität zeigen kannst. Und wo wir schon mal dabei sind, zeige ich dir gleich, wie man eine Geheimbasis einrichtet. Hier, Partner, nimm erstmal das. Wow, Geheimpower. Mit dem Move Geheimpower kannst du Eingänge zu versteckten Orten aufspüren. Aber Eingang klingt irgendwie total langweilig. Deshalb sage ich lieber Geheimstellen. Das klingt einfach mehr nach Abenteuer. Okay, wenn er meint. Ja, schau mal. Ja, was? Ja, das hier ist eine Geheimstelle. Siehst du, wie die Ranken da jeden Augenblick vom Baum herabzufallen scheinen? Exakt an solchen Orten musst du Geheimpower einsetzen. Wow. Oh yeah, davon kriege ich nie genug. Das war der erste Schritt zu deiner eigenen Geheimbasis. Genauso findest du Eingänge zu Geheimbasen. Mit anderen Worten, also die Geheimgänge, Stellen. Was? Merk dir das bitte gut. Ja. Sieht schick aus. Ich gehe da mal wieder. Bitte. Nicht schlecht, was für ein toller Grundriss. Hinter jeder geheimen Stelle verbergen sich Räume, die unterschiedliche Grundrisse und Größen bieten. Wenn du also eine solche geheime Stelle siehst, solltest du zumindest einen Blick hineinwerfen. Stell dir vor, wie es hier aussehen wird, wenn jemand diesen Ort als seine Geheimbasis eingerichtet hat. Deko-Objekte, soweit das Auge reicht, und jede Menge gut gelaunter Freunde. Die bloße Vorstellung macht mich schon happy. Ja. Ach ja, wie heißt du eigentlich? Ah, Miri also. Dann spitz mal die Lauscher, Miri. Denn ich gebe dir jetzt noch einen Useful-Tipp. Wenn man fröhlich ist, soll man sein Glück auch in Worte fassen. Dann fühlt man sich gleich doppelt gut. Na, willst du mir verraten, was du sagst, wenn du fröhlich bist? Yippie! Was will der damit erreichen, dass ich das machen muss? Ich bin fröhlich, nein, frötig. Ich bin nicht frötig, ich bin fröhlich. Das gibt's nicht. Ich habe extra schon einen Stift und ich treffe trotzdem nicht. Ich bin fröhlich. Yay. Wie er nickt. Ja, ich bin fröhlich und das fetzt. Du wirst wissen, warum ich dich sowas frage, aber das liegt doch auf der Hand. Es ist offensichtlich, dass du in Zukunft oft Grund haben wirst, fröhlich zu sein. Geheimbasen sind Abenteuer pur und geben dir ganz oft Anlass dazu, fröhlich zu sein. Wie er immer mit dem Kopf nickt. So nervig. Ha, eigentlich könnte ich mir direkt hier meine Geheimbasis einrichten, aber dieser Grundriss wäre irgendwie besser für dich geeignet. Ach, weißt du was? Ich überlasse dir diesen genialen Platz. Echt nice von mir, oder, Partner? Nee. Lass mich in Ruhe, es ist mir egal, deine Geheimbasen. Das hatte ich eh nicht vor. Ja, wir wissen alle, wie ein Computer funktioniert. Ja, da ist ein Computer. Damit kann man Objekte auf den Boden stellen. Was ist denn das für eine Labertasche hier? Ist er fertig? Ja, mach dich mal langsam auf den Weg. Die Suche nach meiner eigenen perfekten Geheimbasis muss go on. Jetzt heißt fürs erste Abschied nehmen, Partner. See you later, Miri. Wenn du mich brauchst, findest du mich in der Geheimbasengilde in Baumhausen City. Hoffentlich sehen wir uns nie wieder.
Nie wieder. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut unbedingt morgen bei der nächsten, da wollte ich nicht rein, Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut und tschüss.